Du bist 18 geworden, hast deinen Stimmzettel bekommen und darfst zum ersten Mal wählen, aber hast keine Ahnung. Wir sind vom Kinder- und Jugendparlament Offenbach und wir sind hier, um eure Fragen zu beantworten. Haben Kommunalpolitiker in Offenbach was Wichtiges zu entscheiden? Ja, meistens meinen die Leute, die Kommunalpolitik sei nicht so wichtig. Das kann man daran sehen, dass zunächst mal die Bundestagswahlen die höchsten Wahlbeteiligungen hat. Dann kommen die Landtagswahlen und dann leider etwas abgeschlagen die Kommunalwahlen. Aber das ist eine völlig falsche Denkweise, denn ganz vieles, was unmittelbar die Leute erleben, was jeder von uns unmittelbar berührt, das wird in der Stadt entschieden. Es ist eben nicht egal, ob wir gute Schulen haben und welche Schulen wir haben. Es ist nicht egal, ob wir Kinderbetreuungseinrichtungen haben, also Kindertagesstätten, Kinderhort. Es ist auch nicht egal, welche Öffnungszeiten die haben. All das sind Sachen, die werden genauso in der Stadt entschieden, wie die Frage, ob es Jugendzentren gibt, ob es Begegnungsflächen für Kinder und Jugendliche gibt, für alle Altersgruppen gibt. Also es ist eine ganze Vielzahl von Dingen, die in der Stadt entschieden werden und für die Stadt entschieden werden.